Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei uns im Felix-Platter-Spital. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr Direktor des Felix-Platter-Spitals und ich freue mich extrem, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind zum ersten öffentlichen Vortrag in der Vortragsreihe Alternativen. Das ist das erste Mal also seit langem, dass ein solcher Anlass bei uns hier stattfindet. Ich muss noch sagen, wir wussten eigentlich nicht genau, wie viel kommen. Und es ist so, dieser Anlass wird jetzt live Video übertragen in unser Personalrestaurant. Also Sie schauen jetzt deshalb die beiden Kameras. Es ist nicht so, dass Sie mich jetzt einfach filmen, sondern es wird live übertragen ins Personalrestaurant. Auch Sie drüben im Personalrestaurant recht herzlich willkommen. Einleitend möchte ich noch zwei, drei... Einleitend möchte ich noch zwei, drei Sachen zum Felix-Platter-Spital sagen. Und zwar, was macht oder wer ist das Felix-Platter-Spital? Ich denke, oder was ich gehört habe, viele von Ihnen wissen das nicht genau. Ist das Felix-Platter-Spital noch ein Altersheim oder was machen wir oder was macht unser Team der Ärzte und der Pflegenden den ganzen Tag? Wir sind seit längerem das universitäre Zentrum für Altersmedizin und wir sind die führende Institution im Bereich der stationären und ambulanten Altersmedizin der Nordwestschweiz. Wir bieten qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich der Akutgeriatrie, der Rehabilitation und der Alterspsychiatrie an. Und das ist sehr etwas Spezielles, dass man diese drei Disziplinen unter einem Dach haben. Das hat sonst kein anderes Spital in der Schweiz und auch glaube innerhalb von Europa gibt es das so in dieser Art und Weise nicht. Unsere Schwerpunkte, auch Forschungsschwerpunkte, sind im Bereich Mobilität, Kognition und Ernährung. Und der Ernährung, da wird uns dann später Professor Kressig eben seinen Vortrag präsentieren. Dann, ich nehme an, ihr habt alle gesehen, auf dem Weg zum Haupteingang, sehr dominant kann man sagen, das ist der Neubau, der am Stehen ist. Und weshalb brauchen wir ein neues Spital oder warum wurde im 2012 entschieden, das Felix-Platter-Spital neu zu bauen? Es ist so, dass aktuell noch unsere Leistungen an mehreren in Pavillons, also dezentral betrieben wird und auch dieses Haus nicht mehr geeignet ist als Spitalbetrieb. Und uns ist es ein sehr großes Anliegen, dass wir unsere Leistungen in einem adäquaten oder adäquaten Infrastruktur anbieten können und wirklich auch die medizinischen Know-how, das wir haben, Ihnen anbieten oder unseren Patientinnen und Patienten anbieten können. Und wichtig ist auch noch das Thema, das haben Sie sicher in der Zeitung gelesen, ist, dass die Reha Krishona bei uns integriert wird. Und zeitlich ist so vorgesehen, dass die Eröffnung des neuen Felix im Ende März, Anfang April stattfinden wird. Es wird sicher dann eine große Eröffnungsfeier geben. Dann, wie sieht das neue Felix-Platter aus? Das ist eine dreidimensionale Darstellung. Also eigentlich sehen Sie ja dieses Haus schon vorne. Und was Sie wahrscheinlich auch wissen, dass das Gebäude, wo wir jetzt drin sind, das alte Felix-Platter-Spital, das wird bestehen bleiben, das wird umgebaut. Auch das ganze Gelände, das übernimmt eine Wohnbaugenossenschaft, Wohnen und Mehr. Und das Ziel ist, dass insgesamt 500 Wohnungen entstehen auf dem Gelände des ehemaligen Felix-Platter-Spitals. Diese Ansicht, also wenn Sie, das ist das Tram der Dreierlinie und in der Mitte sehen Sie hier, das ist dann der Haupteingang des neuen Spitals. Und so sollte es dann ab Frühling 2019 aussehen. Und wichtig für unsere Patientinnen und Patienten sind natürlich die Zimmer. Und das ist ein Musterbeispiel eines Zweierzimmers, wie das dann aussehen wird. Also ich denke, sehr sympathisch, modern und attraktiv. Gut, dann würde ich jetzt zu Professor Kressi kommen. Er ist der ärztliche Direktor des Felix-Platter-Spitals. Also wir beiden arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und nochmals recht herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und so der Vortrag geht in etwa 3/4 Stunden. Und dann gebe ich jetzt Professor Kressig das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank.
Das brauche ich nicht, aber das brauche ich. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin beeindruckt und beglückwünsche Sie, dass Sie sich zu diesem Thema offensichtlich so interessieren, weil ich denke, Sie werden nicht enttäuscht sein. Neueste Daten zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, starke Muskeln zu kreieren, nur mit der Ernährung. Aber bitte gehen Sie jetzt nicht nach Hause und denken, der Kressig hat gesagt, jetzt muss ich einfach anders essen und dann bekomme ich starke Muskeln. Und bewegen muss man sich nicht mehr. Das möchte ich dann da doch mal klargestellt haben. Aber wenn Sie, wie ich, eben manchmal etwas Mühe haben, sich aufzuraffen, Übungen zu machen oder wirklich was körperlich zu leisten, dann ist es doch irgendwie gut zu wissen, dass man auch mit angenehmen Dingen der Muskelgesundheit förderlich sein kann. Also starke Muskeln nach richtiger Ernährung, und Sie haben gesehen, wenn Sie subtil beobachtet haben, bei mir steht nicht mehr ein Fragezeichen, wie soeben noch bei Jürg Niefeler. Also wenn Sie Indizien lesen können, dann ist das das erste Indiz, dass das funktioniert. Aber alles der Reihe nach. Ja, die ganze Diskussion der Ernährung im Alter, die wird vornehmlich gespiesen durch eine Erkenntnis, die wir eigentlich schon lange haben, aber die wir, ich denke, einfach ignoriert haben in der Vergangenheit. Und ich denke vor allem auch, es wurde ignoriert von der Pharmaindustrie, weil man irgendwie sich nur auf den Knochen und nicht wirklich auf den Muskel konzentrieren wollte. Die Damen nicken verständnisvoll, weil sie wissen, wie häufig hat man ihnen schon eingetrichtert, sie sind Osteoporose gefährdet oder sie haben bereits eine Osteoporose, machen Sie gefälligst was dagegen, schlucken Sie teure Medikamente und nur so können Sie Frakturen vermeiden. Nun, die Bad News, die ich Ihnen geben muss, und das ist in dem Sinn eben etwas, das mit dem normalen Alterungsprozess zusammenhängt, sind, dass wie beim Knochen mit dem Alterungsprozess beim Muskel Masse und Kraft verloren geht. Und das ist nicht ganz unerheblich. Man verliert zwischen 30 und 80 Jahren ungefähr einen Drittel der Muskelmasse. Wenn Sie jetzt mit 30 wie ein, erlauben Sie den Ausdruck, kleinen Schwarzenegger ausgesehen haben und ein Drittel von dieser Muskelmasse verloren haben, dann bin ich eigentlich gar nicht so beunruhigt. Dann werden Sie mit 80, ja mit 90 oder 100 eigentlich immer noch Treppen steigen können, weil Sie haben immer noch genug Muskelkraft. Wenn wir aber nicht so aussehen, dann, wie älter wir werden, umso mehr wird das ein Thema. Gewisse Personen hier drin haben vielleicht gemerkt, dass vor allem die Kraft in den Beinen nachlässt. Das ist ein Altersphänomen, wie gesagt, das wir heute kennen. Ich habe Ihnen hier zum Beweis Scannerbilder mitgebracht. Sie sehen oben, das ist ein Computerscanner durch den Oberschenkel eines 30-jährigen jungen Mannes. Und unten sehen Sie das Gleiche bei einem 80-jährigen, gesunden, fitten Senior. Und man muss nicht Spezialist sein, dass die Muskulatur anders aussieht beim 80-Jährigen. Ich glaube, das sieht man von bloßem Auge. Und Sie sehen vor allem, dass diese kleinere Muskelmasse zum Teil sogar mit Fett und Bindegewebe infiltriert, nicht mehr gleich gut funktionieren kann wie die des 30-Jährigen. Nun, das Fatale ist, dass von diesem Muskelabbau durch das Alter vor allem die schnellen Muskelfasern betroffen sind. Das heißt, sind die Fasern, die, wenn wir das Gleichgewicht verlieren und man schnell eine Bewegung machen muss, dass man das Gleichgewicht findet, bevor man am Boden liegt,
genau dort harzt es. Es ist die Muskelschnellkraft, die vor allem verloren geht mit dem Alter. Nun, getriggert durch diese Veränderung mit der Muskelmasse, durch den Alterungsprozess, verändern sich die Ernährungsbedürfnisse im Alter. Was bedeutet das, weniger Muskelmasse? Es bedeutet, dass wir weniger Energie brauchen, weniger Kalorien. Wenn Sie ein Leben lang gleich viel essen, wie Sie mit 30, 40, 50 gegessen haben, kann ich Ihnen was versprechen? Sie werden wachsen, aber in die Breite und nicht in die Höhe. Sie brauchen weniger Kalorien. Wir gehen davon aus, dass man ungefähr ein Viertel weniger Kalorien braucht. Aber, und das ist das Schwierige, man braucht immer noch gleich viel Nährstoffe oder zum Teil sogar mehr Nährstoffe. Jetzt muss man etwas wissen. Ja, Energie. Was ist denn Energie in der Ernährung? Das ist der Zucker. Sind die Kohlenhydrate. Das sind klare, reine Energieträger, aber haben keinen Nährstoff. Proteine oder Calcium, Vitamin, ich habe es Ihnen aufgeschrieben, das sind Nährstoffe. Und genau eben diese Nährstoffe muss man nun, dadurch, dass man weniger Kalorien braucht, in weniger Kalorien einpacken. Das heißt, wir müssen durch diese mehr bepackten Kalorien, gut bepackte Kalorien, eben nicht leere Kalorien, eigentlich, man kann sagen, nährstoffverdichtet essen. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Aber ich hoffe, Sie werden begreifen am Schluss, wie man das auch machen kann, wenn man will. Ja, und jetzt, wenn Sie denken, ja, ich bin ja eigentlich Französisch sagt man bien enveloppé. Ich übersetze es gar nicht. Ich finde, auf Französisch tönt es so charmant. Wenn man es dann anschaut, ist es manchmal etwas weniger charmant. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, dass auch Übergewicht nicht vor diesem Muskelabbau schützt. Gottlob, weniger in Europa und in der Schweiz. Als im Übersee ist diese wirklich massive Adipositas, dieses massive Übergewicht ein Riesenthema. Und es gibt heute bereits Forschungen, die in Richtung, man nennt das dann eben Sarcopene Adipositas oder Sarcopenic Obese auf Englisch, also wo man forscht, wie eben das rauskommt, wenn man zu viel Gewicht hat und zu wenig Muskelmasse. Dass das bezüglich der Beweglichkeit und der Mobilität fatal ist, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Nun, es gibt einen Trick, und wenn Sie so einen Spezialistenblick entwickeln wollen, wie man sehr schnell sieht, ob jemand, selbst wenn er da ziemlich beleibt ist, zu wenig Muskeln hat, schauen Sie ihm auf die Wade. In Florida geht das gut, weil dort ist es meistens warm und die Leute in Shorts. Ich habe ja dieses Foto habe ich letzthin gemacht am Strand in Florida. Und wenn Sie jetzt dieser Dame auf die Wade schauen, dann sehen Sie, das sind dann ziemlich kleine Waden. Und der Trick ist der, können Sie heute Abend bei sich selber machen. Sie können den Umfang messen, den Umfang Ihrer Wade, und zwar dort, wo sie am dicksten ist. Und wenn Sie auf 31 oder mehr kommen, sind Sie auf der sicheren Seite. Haben Sie aber weniger, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie an einer Sarkopenie, also an zu wenig Muskulatur, leiden. Ja, ich glaube, das ist augenfällig, genügend Muskelkraft, das bedeutet eine gute Mobilität, da gibt es x Studien, habe Ihnen eine mitgebracht, müssen Sie gar nicht lesen können, die eben zeigt, wenn eine solche Sarkopenie vorhanden ist, wie das Sturzrisiko 3-4-mal ansteigt. Ja, und jetzt die Gretchenfrage von heute Abend, können wir da was machen dagegen?
Und ich kann Ihnen sagen, diese Gretchenfrage stellen nicht nur wir uns. Die Pharmaindustrie hat plötzlich begriffen, da gäbe es einen riesen Markt, weil wenn alle Senioren plötzlich keine Muskeln mehr verlieren würden, ja, ich glaube, dann wären wir ja fit und letztlich beweglich bis ins höchste Alter und da hätten wir doch einiges gewonnen an Lebensqualität, aber wahrscheinlich auch eingespart an Gesundheitskosten. Ja, also das hat man begriffen und die Frage ist nun, kann man verhindern, dass dieser Abbau stattfindet nach rechts oder wenn er mal da ist, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, eben diesen peniblen Muskelzustand wieder in diesen saftigen, wunderbaren Ursprungszustand des 30-Jährigen zurückzuführen. Und in der Medizin, wie ich glaube in jeder Wissenschaft, ist es so, wenn man eine Lösung zu einem Problem sucht, muss man zuerst das Problem verstehen. Und man muss mal zuerst verstehen in diesem Fall, ja, wie kommt denn diese Sarkopenie überhaupt zustande? Und wie leider vieles in der Altersmedizin ist auch das nicht ganz einfach. Es ist relativ komplex und es sind verschiedene Mechanismen, die dazu beitragen, dass eben unsere Muskulatur mit zunehmendem Alter sich abbaut. Und Sie sehen, es gibt normale Alterungsprozesse, das vor allem im Hormonbereich, also ganz generell auch so endokrine Veränderungen, es gibt gewisse Entzündungsveränderungen und es gibt vor allem auch Veränderungen, die eigentlich mit Lebensstil zusammenhängen. Wir bewegen uns weniger. Also ja, auf sehr schön Neudeutsch kann man sagen, Sedentarismus einfach. Ja, man sitzt nur noch herum, oder? Und dann das andere Thema ist eben die Ernährung, also dass man sich schlecht oder falsch ernährt. Und dann ein anderes Thema ist der Vitamin-D-Mangel. Und alles, was ich Ihnen rot eingekreist habe, sind Mechanismen, die wir heute als gesichert anschauen und die wir gezielt bekämpfen können. Und darauf möchte ich in der Folge Sie jetzt mit Details versorgen, sodass Sie heute Abend eigentlich nach Hause gehen als Spezialisten, vor allem im Wissen, wie Sie von jetzt an eben essen sollen, um dieses Problem zu lösen. Ja, dieses Problem zu lösen. Ja, ich habe Ihnen hier aufgeschrieben in verschiedener Größe, verschiedener Farbe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Blau funktioniert nicht. Wie rot, wie größer und ja, wie roter in dem Sinn, das funktioniert. Und Sie sehen, das kleine Rote, da gibt es gewisse Hinweise, Zink, Selen, Omega-3, Kreatin, dass das eine stimulierende Wirkung hat auf den Muskel. Ich kann Ihnen sagen, also ich kann das den Herren vor allem sagen hier im Raum, Testosteron, obwohl blau, funktioniert wunderbar, nur es ist nicht ganz ungefährlich. Wenn Sie einem älteren Herrn Testosteron geben, dann wird er gewisse Effekte sehr schätzen, aber andere Effekte, kann ich Ihnen versprechen, wird er und seine Familie überhaupt nicht schätzen. Testosteron beim älteren Mann kann ein schlafendes Prostatakarzinom massiv wecken und richtig pushen und vorwärts bringen. Das möchten wir natürlich verhindern. Und wenn wir Frauen Testosteron geben, kann man natürlich, dann haben wir alle ungünstige Nebeneffekte, also die mindestens wir Herren dann nicht unbedingt schätzen. Also in dem Sinn, vergessen Sie das Testosteron. Die Industrie ist aber dran, ähnliche Moleküle wie Testosteron zur Muskelentwicklung im Alter hervorzubringen, die dann eben diese Nebeneffekte nicht haben sollten. Aber ich sehe im Moment nichts in Sicht, das tatsächlich auf den Markt kommen wird. Aber schauen Sie, vor allem also das Training, die körperliche Aktivität scheint funktionieren, dann eben auch Nahrung, Nahrungssupplemente und da ist vor allem das Vitamin D und die Proteine zu nennen.
Nun, das ist etwas verschwommen, das müssen Sie auch nicht so genau lesen können. Es zeigt Ihnen einfach auch, wie komplex diese Wirkungen sind von Ernährungselementen, also von diesen Nährstoffen, wie ich es eingangs gesagt habe, und der körperlichen Aktivität. Ich habe das versucht aufzuzeichnen. Sie bekommen das übrigens dann auch in Ihren Unterlagen, das habe ich es dann noch genau beschrieben, und Sie können es auch noch viel besser lesen als jetzt hier auf dieser Folie. Was ich immer wieder interessant finde, ist, dass wenn man eben den Muskel trainiert, also wenn Sie ins Muskeltraining gehen, da machen Sie tatsächlich etwas für die Muskelneusynthese, also da entsteht neuer Muskel. Sie fördern im Gleichen aber auch den Muskelabbau. Und zwar, wie heftiger Sie trainieren, kann ich Ihnen versprechen, umso mehr zerstören Sie auch wieder Muskel. Also eben hier das gute Verhältnis zwischen der Trainingsintensität, der Trainingslänge zu finden und dann vielleicht eben auch der anschließenden Ernährung, das ist gar nicht so einfach, so dass Sie eben neben den positiven Effekten nicht auch negative Effekte einfahren. Und Sie sehen, von den Nahrungselementen gibt es so spezielle Nährstoffe, die eben effektiv auch da Plus haben auf die Muskelproteinneusynthese, sind dies vor allem eben diese Omega-3-Fettsäuren, dann sind es essentielle Aminosäuren, hier das Leucin als Stellvertreter und dann eben auch Mikronährstoffe und Vitamine, wie vor allem das Vitamin D. Aber ich komme auf das Einzelne zurück. Ja, Muskelaufbau durch körperliches Training. Ja, ich glaube, alle nicken, also das wissen wir alle, wir müssen es dann nur noch machen, oder? Und da gab es auch x Studien, ich habe Ihnen da die letzte große Zusammenstellung mitgebracht, über 120 Studien, fast 7000 Senioren hat man, ich hätte fast gesagt, gequält mit diesen Hanteln und diesen Maschinen. Die haben da gearbeitet und tatsächlich, also die Antwort des alten Muskels ist wunderbar, praktisch also wie der junge Muskel, sie trainieren, der wächst und in dem Sinn wird auch kräftiger. Also man kann durch Muskelaufbau, also das konventionelle Krafttraining, ja, kann man was bewirken. Jetzt aber und im Alter ist ja häufig dann wichtig, nicht nur, dass man sich gut bewegt und wieder schnell, sondern vor allem auch sicher. Man möchte vor allem nicht stürzen. Und das Frustrierende war in all diesen Studien, dass obwohl eben die Kraft und die Muskelmasse so zugenommen hat durch das Training, die Senioren munter weitergestürzt sind. Das hat die Forscher ungemein frustriert, weil man doch geglaubt hatte, dass wenn man dieses Hauptproblem adressieren würde, man endlich die Stürze vermindern könnte. Heute sind wir kluger. Ich habe Ihnen bereits jetzt im bereits Gesagten ein paar Hints gegeben, wo da effektiv der Hund begraben liegt. Ich habe es Ihnen da kurz darüber geschrieben. Es kommt eben sehr darauf an, wie Sie trainieren. Wenn Sie so stupide 10, 20 Mal einfach die gleiche Übung wiederholen, dann wächst Ihr Bizeps, toll, oder? Aber er lernt nicht richtig bewegt und koordiniert zu werden. Es nützt nichts, wie ein Schwarzenegger auszusehen mit 80, wenn man diese Muskeln nicht auch wirklich gut bewegen kann. Man muss sie kontrollieren können. Nur so ist man sicher. Und wir haben heute durch viele Studien den Beweis, dass eben Interventionen wie zum Beispiel Tai Chi oder eben Tanz oder Rhythmik, wo sie sich bewegen, wo sie ihren Muskel auch stärken, aber wo sie gleichzeitig eben auch die Koordination schulen, da haben wir Sturzreduktionsraten von bis zu über 50%. Bitte nehmen Sie das mit. Muskeltraining, wenn Sie Muskeltraining machen, in einem
Studio zum Beispiel, verlangen sie, dass man ihnen zeigt, wie man Muskelschnellkrafttraining macht. Das ist ein bisschen anders als das Konventionelle. Aber in jedem Studio weiß man, wie diese Übungen gemacht werden, verlangen sie, dass man ihnen das zeigt. Ja, also, aber das Training soll heute ja kein Thema sein und darum kommen wir zur Ernährung. Und ich glaube, die neueste Erkenntnis für die Ernährung im Alter ist eben, dass der ältere Mensch im Vergleich zum jüngeren Erwachsenen deutlich mehr Proteine braucht, um seine Muskeln gesund zu halten. Und wenn ich sage, mehr Proteine, dann muss ich Ihnen sagen, deutlich mehr Proteine. Ich habe Ihnen die Guidelines aus dem Ausland, aus Europa, gebracht, weil die Schweizer Gesellschaft für Ernährung und auch die Eidgenössische Ernährungskommission ist immer noch am Studieren, was sie jetzt den Senioren raten soll. Aber ich habe mich entschieden, nicht zu warten, sondern mich auch im Ausland etwas schlau zu machen. Und Sie sehen, das ist bei gesunden Senioren geht man heute von etwa 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aus. Was heißt das? Sie sind 75 Kilo schwer, multiplizieren das mit 1,2 Gramm, das gibt Ihnen den täglichen Bedarf an Proteinen. Die Schnellrechner wissen, das ist 90 Gramm. 90 Gramm Protein, glauben Sie nicht, dass das ein 90 Gramm Plätzli vom Metzger ist? Haben Sie eine Ahnung, wie viel Fleisch das repräsentiert, wenn Sie 90 oder sagen wir 100 Gramm reines Protein essen wollen? Es ist etwa fünfmal mehr, und zwar bei magerem, qualitativ hochstehenden Fleisch. Also das bedeutet fünfmal mehr, also sagen wir 100 mal 5, ein halbes Kilo Rindsfilet pro Tag für gesunde Muskeln. Ja, genauso habe ich auch gelacht das erste Mal, als ich das berechnet habe. Und da sehen Sie irgendwie eben, wo der Hund begraben ist. Oder wie soll man das realisieren? Also selbst wenn man will oder möchte, also ich könnte das nicht und ich denke, viele von Ihnen auch nicht. Ja, jetzt, Gottlob, sind Proteine nicht nur im Fleisch enthalten und ich glaube, da gebe ich Ihnen jetzt die wichtige Erkenntnis, dass wenn man schaut, wie gut überhaupt Proteine aus der Verdauung ausgewertet werden können und Sie davon ausgehen, dass 100% für Fisch oder für Fleisch steht, sehen Sie, dass Milch und Käse noch viel besser ausgewertet werden können. Also eigentlich sind Milchprodukte die viel höherwertigeren Proteine für unsere Ernährung als Fisch oder Fleisch. Sie können, und wer Zeitung liest, weiß mittlerweile, dass ich jeden Morgen ein Ei esse. Vielleicht machen Sie das nach heute Abend auch. Warum? Weil Sie sehen, ausgezeichneter Proteinlieferant. Jetzt muss man nur noch wissen, wie viel Gramm Proteine in einem Ei enthalten sind. Und ich würde jetzt mal frech sagen, in Basel-Stadt sprechen wir mal jetzt von einem großen baselländischen Ei. Was denken Sie, wie viele Gramm hat so in einem Hühnerei? Ja, eben, das ist eben wishful thinking, sagen wir dem. Also selbst in einem großen baselländischen Ei haben Sie maximal 6-7 Gramm. Ja? Weil ich habe letztens irgendwie in einer Zeitschrift gelesen, da hat doch jemand geschrieben, ein Ei hätte 12 Gramm Protein drin. Da habe ich gedacht, das müssen Straußeneier sein. Also Hühnereier nicht und ich glaube auch die Basel-Ländereier bringen das nicht hin. Also denken Sie einfach dran, selbst eben wenn Sie Veganer sind, Sie können Proteine auch aus vegetarischen, veganen Quellen bekommen. Es braucht einfach dann sehr viel Volumen, das Sie essen müssen. Ist aber auch möglich. Also,
Das mal zu den verschiedenen Proteinquellen. Und jetzt ein anderes Problem, das wir haben im höheren Alter. Der ältere Muskel spricht schlechter an auf Proteine als der junge Muskel. Es ist eine Frage, wie viel Proteine Sie aufs Mal essen, also in einer Mahlzeit haben. Und Sie sehen, sind das weniger als 25 Gramm, dann kommt der alte nur gerade auf die Hälfte der Muskelneusynthese im Vergleich des jungen. Nehmen Sie aber pro Mahlzeit mehr als 25 Gramm, da gibt es keinen Unterschied zwischen jung und alt. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die uns eben gelehrt hat, dass wenn wir so tagsüber drei Mahlzeiten essen, verteilen Sie die Proteine gleichmäßig auf die drei Mahlzeiten. Es nützt nicht, wenn Sie die Proteinbombe als Steak oder was auch immer abends essen aufs Mahl, ich weiß nicht, Ihres halbe Kilo, Rindsfilet am Abendessen, verteilen Sie es auf die drei Mahlzeiten. Das bedeutet bei uns in der Schweiz vor allem, schauen Sie, dass Sie auch beim Frühstück schon Proteine zu sich nehmen. Das könnte eben dann das Ei sein, das könnte der Quark, das Joghurt, der Käse, also mehr die Milchprodukte sein. Und deshalb bin ich so ein Fan der Eier, weil Eier sind günstig und Sie können sie auf verschiedenste Arten geschmackvoll zubereiten. Also ein Ei kann heute eine Omelette sein, morgen ein Rührei und vielleicht sogar mal, ich weiß nicht, ein Spiegelei oder was auch immer. Ja, also, jetzt... Sie merken, also man muss schauen, wie kommen wir bei jeder Mahlzeit auf genügend Proteine. Und da gibt es auch ein paar Tricks. Und diese Tricks, die kann man bewirken, indem man allenfalls Speisen wie, ich weiß nicht, ob Sie Kartoffelstock gerne haben, ich habe das halt wahnsinnig gern, aber leider hat es im Kartoffelstock in der Regel fast nur Kohlenhydrate. Ja, jetzt aber, wenn man da etwas beherzt ist und etwas weiß, es gibt heute geschmackslose Proteinpulver, die können Sie in den Kartoffelstock mixen und da haben Sie praktisch das Plätzli eingebaut, bereits im Kartoffelstock und Sie merken es gar nicht. Aber so kommen Sie dann eben trotzdem auf Ihre Proteine. Also ich habe mit Freude gesehen, als ich letztes Mal meine Mutter besucht habe, also sie hat jetzt in der Küche, nahe beim Kochherd, diese Proteinpulverbüchse aufgestellt und ich gehe jetzt davon aus, dass sie die nicht nur anschaut, sondern effektiv auch braucht. Ja, wir haben eigentlich seit jetzt bald 2 Jahren hier am Felix-Platter-Spital für unsere Patienten, die ein Problem haben mit den Muskeln und glauben Sie, es sind viele, vor allem wenn sie dann noch im Bett liegen und sich nicht bewegen können. Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert. Wie schnell nimmt da die Muskulatur zusätzlich ab? Und diese Patienten bekommen bei uns eine ganz spezielle Menülinie, wo wir eben schauen mit natürlichen Proteinquellen, aber zum Teil auch mit Tricks, dass Sie bei jeder Mahlzeit mindestens 25 Gramm Proteine erhalten und so eben nicht nur gesund werden von Ihrer Lungenentzündung und im Bett liegen, sondern gleichzeitig eben auch vom ersten Tag an wir uns um Ihren Muskel kümmern, so dass dann nicht plötzlich die Lungenentzündung abgeheilt ist und wir mit Schrecken feststellen, dass Sie nicht mehr aufstehen können. Also das ist etwas, das wir bereits jetzt bei uns umgesetzt haben. Aha, und da muss ich ja noch sagen, also der Hit oder der Renner ist offensichtlich das Bettmümpfeli. Also da sind die Köche ungemein kreativ. Da machen sie jeden Abend irgendeine spezielle Creme, die dann effektiv eben noch Protein angereichert ist und offensichtlich eben so beliebt ist, dass die Patienten, wenn sie es nicht bekommen, freiwillig aktiv danach verlangen. Ja, jetzt
wir haben weitergelernt, Proteine sind nicht Proteine, wenn es darum geht, den Muskel aufzubauen. Und als Käseland wie die Schweiz sind wir eigentlich sehr glücklich, dass eigentlich das beste Protein für den Muskel aus der Molke kommt. Die Molkenproteine sind ungemein schnell. Wenn Sie Molke trinken, können wir schon nach 20 Minuten die Molkeproteine im Muskel messen. Also es geht sehr schnell, das wird sehr schnell verdaut, sehr schnell aufgenommen. Und deshalb, wenn wir, und für Sie jetzt, wenn Sie sich bewegen, wenn wir mit unseren Patienten Physiotherapie machen, dann begleiten wir das mit Molke. Etwas vor dem Training, der Rest nach dem Training. Warum? Weil wenn Sie den Muskel schon trainieren und er schon warm ist und eh schon am Wachsen ist, wenn Sie ihn gleichzeitig dann noch gut ernähren, dann wächst er doppelt oder wie Sie sehen werden, sogar 3- bis 5-fach. Also in dem Sinn, diese Kombination, denke ich, ist heute wirklich etabliert. Wenn wir da drin Bodybuilder haben, die würden mir sagen, das ist doch Schnee von gestern, das machen wir schon seit 20 Jahren. Was eben neu ist, das sind alles die Erkenntnisse mit dem älteren Muskel und wie es eben mehr braucht, dass da etwas passiert, aber die Erkenntnis, dass da eben sehr viel passieren kann, wenn man die richtigen Proteine und die richtige Dosierung beachtet. Ja, und jetzt, wenn man das Molkeprotein etwas näher anschaut, dann erinnern sich möglicherweise gewisse unter Ihnen, was man früher mit der Molke gemacht hat. Man hat sie den Schweinen gefüttert. Und ich kann Sie versichern, was bei den Schweinen funktioniert hat, funktioniert auch bei uns. Das Problem allerdings ist, dass die Molke als Abfallprodukt sozusagen bei der Käseproduktion ist ja das, was übrig bleibt, wenn Sie letztlich den Käse rausnehmen. Die Flüssigkeit besteht leider nur etwa aus 5% Proteinen, der Rest ist Wasser. Also wenn Sie jetzt auf die 25 Gramm Protein anspielen, wie wir gesagt haben, Sie mindestens haben müssten pro Mahlzeit, müssten Sie 5 Liter Molke trinken. Ein Schwein kann das möglicherweise machen, aber ich glaube, da sind unsere Grenzen gesetzt. Und ich glaube, auch das ist heute eine Tatsache, die Schweine bekommen keine Molke mehr. Die Molke wird aufgekauft von all diesen Lebensmittelgiganten. Sie wird eingedampft oder das Protein wird raus isoliert und teuer verkauft. Weil ich kann Ihnen sagen, wenn Sie diese Molkeproteinbüchsen kaufen, in der Apotheke, der Drogerie oder wo auch immer, die Preise sind beachtlich. Also in dem Sinn, so entsteht Molke. Sie sehen auch, wie man das Problem gelöst hat, dass man eben mehr Gramm ohne die Flüssigkeit einfacher zuführen kann. Das kann man mit diesen Konzentraten oder Isolaten. Ich empfehle Ihnen, wenn immer Sie sowas kaufen, kaufen Sie das Isolat und nicht das Kondensat, weil im Kondensat haben Sie noch viele andere Stoffe, vor allem auch Laktose, also auch Milchzucker, worauf viele Leute heute allergisch sind. Sie haben zum Teil auch Gluten drin, das alles ist mit dem Isolat nicht vorhanden. Und was Sie vielleicht heute auch mitnehmen sollten, ist, dass das Molkeprotein, das offensichtlich so wirksam ist für den Aufbau unserer Muskeln und so schnell wirksam ist, vor allem aus einer Aminosäure besteht, die Aminosäure Leucin. Leucin, so heißt das. Und wenn man misst im Blut, wie hoch die Blutspiegel sind an Leucin, habe ich Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, die zeigt, wie höher die Konzentration an Leucin, umso höher ist die Muskelneusyntheserate. Das heißt also, umso mehr Leucin Sie im Blut haben, umso mehr Muskel produzieren Sie. Also umso mehr wächst Ihr Muskel. Und da gibt es ältere Studien,
wo man effektiv mit solchen Pulvern, so Aminosäurenpulvern, gearbeitet hat bei Senioren, zum Teil mit Training, zum Teil ohne Training. Ich habe Ihnen hier eine japanische Studie mitgebracht mit älteren japanischen sarkopenen Frauen, also die hatten zu wenig Muskulatur. Da hat man trainiert, aber man hat auch kontrolliert mit Placebo zum Teil, eben vor allem ein fast über 50% Leucin enthaltenden Aminosäurepulver gleichzeitig das Training unterstützt. Und wenn man schaut jetzt, was da passiert hat in Muskelmasse, aber auch in der Kraft des Oberschenkels, sehen Sie hier, wenn man nur in der Gruppe mit den Aminosäurepulvern war, hat sich die Kraft verdoppelt. Hat man nur trainiert, hat man etwa 2,5-mal mehr Kraft entwickelt. Hat man trainiert und das Pulver genommen, sehen Sie, ist die Kraft und Masse fast um 5-mal angestiegen. Sie müssen sich das mal vorstellen. Das hätte man noch vor 10 Jahren als völligen Schabernack abgetan. Ist es aber nicht. Und die Forschung geht weiter, ist weitergegangen. Heute wissen wir, dass diese Leucinschwelle beim älteren und jüngeren Menschen nicht am gleichen Ort ist. Wie so häufig braucht es beim älteren etwas mehr als beim jüngeren. Sie sehen hier schwarz, das ist die Schwelle, die es braucht beim jüngeren Erwachsenen, dass etwas passiert im Muskel, und zwar eine robuste Antwort. Und Sie sehen hier oben, das ist die Schwelle, die man erreichen muss beim älteren Menschen. Hier habe ich Ihnen aufgezeichnet, wenn man diese Schwelle mit Leucin erreichen will, mit Molkeprotein, brauchen Sie sage und schreibe 42 Gramm Molkeprotein. Wenn Sie das jetzt umrechnen in Liter Frischmolke, oder, dann sind wir fast, ja, sind wir bei 8 Litern. Gut, man kann das zusammendampfen. Wir haben versucht, ich gebe das zu, ich habe sehr gehofft, wir können mit Molke diese 42 Gramm mit Pulver irgendwie auflösen. Und wir haben das versucht. Ja, Spezialisten haben das versucht in diesen 250 Milliliter Fläschchen. Ich habe gesagt, das ist also das, was man noch so trinken kann. Ich kann Ihnen sagen, das kann man nicht, das fällt aus. Also es löst sich nicht auf. Aber, und das ist die Erkenntnis aus dieser Studie, und darum habe ich Ihnen das mitgebracht, habe ich auch in meinem Artikel, den Sie erhalten werden heute Abend, auch sehr schön aufgezeichnet. Es gibt einen Trick. Wenn Sie Molke mit Leucin anreichern, kommen Sie sehr einfach auch auf diese Schwelle. Da brauchen Sie eigentlich nur gut 6 Gramm Molke, aber Sie brauchen 5 Gramm Leucin. Sehen Sie, da kommen Sie auf das Äquivalent von 42 Gramm Molke. Ja, nun, und das hier ist die Studie, die den Zündstoff birgt. Den Zündstoff von heute Abend, und ich behaupte, das ist die Revolution, vor allem jetzt für die Babyboomer. Wenn Sie das jetzt umsetzen, was da bewiesen wurde, dann werden Sie hoffentlich nie wegen irgendwelchen Muskelbeschwerden, wegen Mobilitätsproblemen in ein Pflegeheim eintreten. Warum? Man hat hier ein genau solches Leucin angereichertes Molkepräparat 2-mal täglich in Pflegeheimen kontrolliert. In einer Gruppe, wo man nur Placebo, also die haben auch was getrunken, aber sie wussten nicht, was sie trinken, aber das hat überhaupt keine Proteine, hat man gemacht, und zwar über nur 13 Wochen. Was Sie hier blau sehen, das ist der Zuwachs der Muskelmasse in diesen Pflegeheimbewohnern, die nicht trainiert haben, die einfach nur getrunken haben, was man ihnen gegeben hat. Das ist das, was man gesehen hat bei der Placebo-Gruppe. Und das, meine Damen und Herren, ist der Beweis, dass wenn Sie das richtige Protein in der richtigen Konzentration verabreichen, Sie sogar eben ohne Training in der Lage sind, Muskelmasse
zu kreieren, je nachdem, wenn sie nicht so viel einnehmen, die Muskelmasse erhalten. Und schon das ist ja eigentlich ein Riesenfortschritt. Jetzt, ich werde immer wieder gefragt, ja, Leucin, woher kommt das? Kann man Leucin auch aus normalen Lebensmitteln essen? Ja, kann man. Ich habe eine ganze Liste, die wir da in der Klinik haben. Ich habe Ihnen die paar wichtigen rauskopiert und auch etwas vergrößert. Und Sie sehen eigentlich, der Hit sind die Käse. Und leider muss ich sagen, nicht wirklich die Schweizer Käse, das ist etwas bedauerlich, aber Sie sehen, also Gouda zum Beispiel hat pro 100 Gramm 2,6 Gramm Leucin. Wenn Sie zum Parmesan gehen, sind das sogar 3,5 Gramm. Leider andere Nahrungsmittel sind nicht so hoch. Sie sehen Nüsse zum Teil, Haselnüsse sind noch drunter. Wenn Sie nur Milch nehmen, da sind wir so etwa im 300-400 Milligramm Bereich, also deutlich weniger. Also das einfach, wenn Sie da gerne Käse haben, also da sehen Sie eigentlich die guten Käse mit hohem Leucin, wo Sie davon ausgehen können, dass sie ihrem Muskel sehr viel Gutes tun. Ja, aber es gibt natürlich auch Supplemente. Und als ich all das studiert habe und auch selber gewisse Forschung gemacht habe und dann auf den Markt geschaut habe, was haben wir denn für Proteinsupplemente, wo wir eben mindestens 5 Gramm Leucin drin haben, sodass ich meinen Patienten auch was geben kann, dass was passiert im Muskel. War es etwas frustrierend? Da gibt es nichts. Da gibt es im Moment nichts. Sie sehen, also wenn Sie zu Nestle gehen, zu Fresubin, da sind wir so gerade knapp bei 2 Gramm pro Portion. Das ist meistens so ein 250 Milliliter Fläschchen. Und das hat mich dann bewogen, vor allem nachdem mir Nestle gesagt hat, das sei sehr interessant, was ich da sage. Ja, und das stimme, Sie hätten diese Studien auch gelesen, aber es sei ungemein schwierig, das jetzt so schnell. Und ja, und das brauche mindestens 2 Jahre, bis Sie mir einen Prototypen zeigen könnten. Und ja, ich habe dann per Zufall eigentlich so ganz ein junges Start-up-Unternehmen mit jungen ETH-Absolventen getroffen. Die waren da mit etwas weniger Berührungsängsten und haben einfach aufgeschrieben, was ich wollte. Ich habe gesagt, ich will keine Kalorien. Ich will ein Äquivalent von 40 Molke Protein Gramm in diesem Drink. Und ich will keine Laktose, ich will kein Gluten und ich will, dass es gut ist. Ja? Ja, die haben einfach aufgeschrieben und nach 3 Wochen sind sie gekommen und haben ein paar Prototypen gebracht. Wir haben sie dann probiert und sie waren schlecht. Das haben wir ihnen gesagt, das haben sie wieder aufgeschrieben. Dann ist etwas länger gegangen, 3,5 Monate. Und dann kamen sie mit etwas, muss ich sagen, das hat mich ziemlich beeindruckt. Es war drin, was ich wollte, es war in einer Form, so wie ich es wollte und es war trinkbar. Ja, und es wurde dann, ja, ich habe das hier, das war ein erhebender Moment, dass man mir das Bild geschickt hat, das ging dann in die Produktion, Sie sehen, das war im September 16 und ich habe dann gesagt, bevor ich da nur irgendwie auch sage, dass das auch wirklich was bringt, ich will wissen, ob meine Patienten das auch trinken, weil das beste Mittel nützt nichts, wenn es nicht genommen wird, das wissen wir ja alle. Und Sie sehen, es war erstaunlich gut, die Akzeptanz bei uns im Haus. Also bei uns ist es eben so, der Physiotherapeut verabreicht dieses Moltein. Ich habe dann einen Wettbewerb gemacht, wir haben diesen Namen gefunden, eine Assistenzärztin hat den Wettbewerb gewonnen. Molke, Protein, Moltein, wir haben den Namen schützen lassen, er gehört am Felix-Platter-Spital. Aber, und ich glaube, das muss ich sagen, Sie sehen also weit eigentlich über, oder fast ja, 92% haben das gut respektive trinkbar gefunden. Lediglich 8% von 129 haben gesagt, nein, das ist nicht gut. Also das ist nicht schlecht für eine solche Proteinbombe, oder? Wenn man sich überlegt, was da drin ist.
Und die Firma ist jetzt weitergegangen. Ich möchte hier auch ganz klar betonen, dieses Produkt ist entstanden, entwicklungsmäßig in Zusammenarbeit mit mir und uns. Wir verdienen aber nichts an dem. Mir geht es nicht darum, hier Geld zu machen. Mir geht es darum, endlich was anbieten zu können, das den älteren Menschen was bringt für ihre Gesundheit der Muskeln. Die Firma ist jetzt da ziemlich weitergegangen. Es gibt bereits fertig angerührte Mischungen. Es gibt aber auch Pulver, die man selber anrühren kann. Man muss dann einfach auffüllen, bis zum oberen Rand der Etikette schütteln und fertig. Und Sie sehen, die Geschmacksrichtungen sind dann auch jetzt noch viel, viel sophisticated. Ich muss sagen, ich liebe das Cappuccino. Ich habe Patienten, die gingen durchs Feuer fürs Mango. Was auch immer, ich muss einfach sagen, für mich wesentlich, was hat es drin? Sie sehen, über 5 Gramm Leucin, das sind die bereits angerührten Lösungen. Sie sehen Clementine, das ist auch etwas ganz Beliebtes. Haben wir etwas weniger Leucin, aber immer noch, eben weil es Low Carb ist, da haben wir überhaupt keine Kohlenhydrate drin. Also es hat noch weniger Kalorien als schon das andere, was auch sehr wenig hat. Und wenn Sie schauen, die Pulverformen, die sind noch viel kräftiger an Leucin. Sie haben also 5,8 Gramm Leucin und dann gleichzeitig noch über 25 Gramm Molkeprotein drin. Das ist eine Bombe und ich verspreche Ihnen, da passiert etwas in Ihrem Muskel. Es passiert so viel, dass der Schweizerische Nationalfonds gefunden hat, wir müssen das unbedingt in einer Studie testen. Und wir sind im Moment dran, diese Studie zu beginnen. Ich habe mir gesagt, das ist ein Moment heute Abend, dass ich Ihnen das vorstelle. Möglicherweise hat es ein paar Interessierte hier im Saal, die da teilnehmen möchten. Diese Studie heißt Strong-Studie, ja, eben weil wir den Muskel wieder strong, also eben kräftig machen wollen. Wir machen diese Studien in Basel und in Zürich. Hier in Basel brauchen wir 240 Teilnehmer. Sie müssen mindestens 75 sein, zu Hause wohnen und das ist wahrscheinlich der tricky part, wir wollen nicht die fitten Senioren, wir wollen die, die im vergangenen Jahr gestürzt sind und sich dabei irgendwie verletzt haben. Das kann irgendwie eine Verletzung mit einer Quetschung, mit einer, ich weiß auch nicht, vielleicht sogar eine Rissquetschwunde oder eine Fraktur sein, dann qualifizieren Sie und Sie werden in Ihrem Palti heute Abend in dem Sack, den Sie bekommen werden, ein Formular finden, wo alle Informationen drauf sind, vor allem wo man sich melden kann, aber wir haben auch hier im Saal und die werden nachher zur Verfügung stehen, Mitarbeiter des Basel Mobility Centers. Sie werden sie erkennen an ihrem wunderschönen weißen Poloshirt. Sie werden ihnen Auskunft geben, wenn sie sich da interessieren. Was muss man da machen? Man muss ja, wenn man so sich für etwas interessiert, auch zuerst mal wissen, wozu man Ja sagt. Ich habe es Ihnen da gezeigt. Sie werden eine Anfangsvisite haben, wo man Sie untersucht, relativ umfangreich. Nach 6 Monaten noch einmal und am Schluss nach einem Jahr. Die ganze Studie für Sie geht also ein Jahr. Dazwischen haben Sie Telefonanrufe. Da haben Sie noch die Telefonnummer oder allenfalls die E-Mail-Adresse. Ich empfehle Ihnen aber gleich anschließend eben mit meinen Leuten zu sprechen. Und Sie werden dann, das ist dann Zufall, in verschiedene Gruppen eingeteilt. Sie sehen eben, das Moltein ist ein Bestandteil, aber es ist auch ein Trainingsprogramm ist Bestandteil, dann kann man aber auch Placebo erhalten, man kann verschiedene Trainings erhalten, das ist dann einfach der Forschungszufall, den muss man akzeptieren, aber was auch immer Sie machen, wenn Sie mitmachen an dieser Studie, werden Sie profitieren, weil bezüglich des Trainings haben wir Effekte auf Ihren Muskel. So viel zur Strong-Studie und bevor ich jetzt abschließe, noch ein ganz kleines Ding, eine kleine Klammer zum Vitamin D. Ich hoffe zwar, also, dass ich wirklich Wasser in den Rhein trage und dass jeder hier drin weiß,
dass er Vitamin D braucht. Denken Sie dran, da sind sich sogar, ist man sich in der Eidgenössischen Ernährungskommission einig, dass Menschen über 60 Vitamin D substituieren müssen. Warum? Weil mit der älteren Haut wir einfach nicht mehr in der Lage sind, genügend Vitamin D aus dem Sonnenlicht herzustellen. Wenn Sie Sonnencreme verwenden, sowieso nicht. Und wenn Sie nur daran denken, die Damen wissen das, ich habe das lernen müssen, die Kosmetika, die Sie da im Gesicht verwenden, die haben alle heute mindestens einen Schutzfaktor 15. Und ich kann Ihnen sagen, ab Schutzfaktor 8 passiert nichts mehr in der Haut. Dann haben Sie nur noch die Möglichkeit, zweimal pro Tag eine Portion fetten Fisch zu essen, dass sie zu ihrem Vitamin D kommen. Und darum ist für mich eigentlich klar, ja, es ist das Büchslein oder es sind die Tropfen Vitamin D. Wir sagen heute, es sind 800 Einheiten pro Tag. Oder man kann es auch einmal im Monat nehmen. Das sind 24.000 Einheiten pro Monat. Das ist heute die Dosis, die eigentlich weltweit empfohlen wird. Und ja, die, die mich kennen, die wissen, dass mir das wirklich am Herzen liegt und dass mir auch meine Ärzte hier am Felix-Platter-Spital am Herzen liegen. Und ich habe vor ein paar Jahren, so in einem nebligen November, bei allen meinen Ärzten den Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen. Hier sehen Sie die Resultate. Rot die Linie, das ist 75 Nanomol pro Liter, so viel braucht man. Das ist der minimale Level, den man braucht. Sie sehen, das bin ich. Und das sind alles meine jungen Kollegen. Sie sehen, also das Durchschnittsalter ist bei 35 Jahren. Und Sie sehen, wie viele dieser jungen Kollegen unter dieser roten Linie sind. Das heißt, es ist nicht eine Frage des Alters, es ist eine Frage des Sonnenschutzes, es ist eine Frage der Ernährung. Und wenn man heute weiß, dass ein guter Vitamin-D-Spiegel in jungen Jahren zum Beispiel das Risiko einer Parkinson-Erkrankung im Alter um über 50% reduziert, gibt es für mich keine nachvollziehbaren Gründe, nicht Vitamin D zu substituieren. Ich hoffe, ich habe hier ein klares Statement gemacht. Jetzt, wer mich auch kennt, der weiß, dass ich der Meinung bin, also Vitamine sind ja eigentlich Ernährung. Und Ernährung, meine Damen und Herren, ist Genuss. Vergessen Sie das nicht. Wenn ich jetzt auch von Proteinen und Leucin gesprochen habe, wenn Sie sich ernähren, ist das nicht einfach Kalorien zuschieben. Es soll Freude sein, es soll Geselligkeit sein, es soll Genuss sein. Und dieser Genuss ist im Alter gleich wie in jungen Jahren. Das verändert sich doch nicht. Und darum habe ich mir gesagt, Vitamin D, ein Vitamin, eigentlich nehmen wir das durch die Sonne auf, soll Freude vermitteln. Und deshalb ist es mir gelungen, in Zusammenarbeit mit Bixel, das ist ein Laboratoire in Interlaken, und ich weiß nicht, wenn Sie mal dort gewesen sind, die Confiserie Schuh, die haben mir Vitamin D verpackt in einem wunderbaren, schwarzen, kleinen Trüffel. Wir nennen ihn Pavé de Soleil. Warum? Eben, er enthält ja 1000 Einheiten Vitamin D. Das war das, was mich etwas aufgeregt hat, weil ich war immer der Meinung, 800 Einheiten, das ist viel zu wenig. 1000 Einheiten pro Tag braucht es. Und dann ist diese Studie rausgekommen von Zürich. Ich bin ja gebürtiger Zürcher und habe da auch indirekt mitgearbeitet. Also ich konnte das nicht ignorieren, und jetzt hatte ich schon so Pavés produzieren lassen mit 1000 Einheiten drin und hatte gedacht, ich kann dann jeden Tag zum Kaffee so einen kleinen Pavé genießen. Ja, also ich hatte dann nur noch die Möglichkeit, die Schachtel kleiner zu machen. Also wir haben jetzt eine Monatsschachtel, da sind jetzt 24 Pavés drin, das sind also 24.000 Einheiten Vitamin D, wunderbar, genüsslich dargeboten, und jetzt müssen Sie entscheiden, an welchen Tagen es keinen Pavé de Soleil gibt zum Kaffee. Ja,
Und in diesem Sinne komme ich eigentlich zum Ende und zu den Take-Home-Messages. Ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, dass eben der Erhalt der Muskelgesundheit ab 50 eine zunehmende Proteinzufuhr braucht, dass der tägliche Proteinbedarf jetzt bei gesunden Senioren ebenso wahrscheinlich bei 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Bei kranken Senioren steigt das denn sehr schnell an. Und ich glaube, habe Ihnen auch eindrücklich zeigen können, dass es eben wichtig ist, die Proteine schön gleichmäßig auf die drei Hauptmahlzeiten aufzuteilen. Und dass eben, wenn es zu Proteinen kommt, die Molke ein magisches Protein ist, vor allem wenn sie Leucin angereichert ist. Und wenn Sie das dann noch mit Vitamin D ergänzen, das kombinieren mit sinnvollen Krafttrainings, eben nicht so stur, sondern Muskelschnellkraft, Tanz, auch Dinge, die Freude machen, dann denke ich, haben Sie alles gelernt heute Abend, wie man eben den alternden Muskel gesund hält und wenn er eben schon etwas krank ist, wieder fit machen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Gelegenheit geben, wenn dem so ist, allenfalls Fragen zu stellen. Vielleicht war ich nicht überall wirklich ganz klar und präzis. Ich frage da mal hier im Saal, haben wir jemanden, der noch eine Frage stellen möchte? Beginnen wir vielleicht da, die brauchen das Mikrofon. Ja, jetzt warten Sie bitte, beginnen Sie bei der Dame dort, gerade vor der Kamera. Warten Sie, bis Sie das Mikrofon haben, weil dann hören die Kolleginnen und Kollegen im Saal nebendran auch, wie Ihre Frage ist. Bitte. Was ist der Unterschied von Vitamin D und Vitamin D3? Ist dasselbe. Einfache Frage, schnelle Antwort. Nächste Frage. Ja, gerade nebendran, Sie nicht zu weit springen müssen. Gemäß Unterlagen gibt es wohl das Multein nur in der Tagesportion. Aus meiner Sicht wäre erwünscht, wenn man da auch einen Monatsbeutel kaufen könnte. Ich kümmere mich nicht um den Verkauf von Multein. Aber Multein, also kann man diese Drinks jetzt, die Sie ansprechen, kann man bis 3 pro Tag problemlos trinken, wenn Sie das wollen. Also ich trinke nur einen, also weil das reicht mir. Ich versuche vor allem das Frühstück etwas aufzubessern damit, dass ich eben auch beim Frühstück schon bereits mehr Protein habe. Sie können dieses kaufen, soviel ich weiß, in 6er-Packungen. Und ich weiß auch, dass die Firma dran ist, für das Pulver Büchsen zu entwickeln, also dass sie da nicht diese 100.000 PET-Flaschen brauchen und das dann so eigentlich selber anrühren können. Das sind junge Leute, die hören zu, wenn man ihnen sagt, mach doch das, dann machen sie das, oder? Also es ist nicht wie eine große Firma, wo dann 2 Jahre vergehen, bis die Frage in der Direktionsetage angekommen ist. Reicht Ihnen das? So als Antwort, ja. Vielleicht hier vorne mal und dann gerade nebendran. Also vorerst mal vielen Dank für Ihre ausgezeichneten Ausführungen, hat mich sehr beeindruckt. Meine Frage, ich habe da kürzlich mal etwas gelesen, wie Datteln eine gute Ernährung sind. Wie stehen Sie dazu? Die zweite Frage: Im Alter hat sich bei mir so gelegentlich entwickelt, dass ich zeitweise von einer 3-Mahlzeiten-Theorie auf eine 2-Mahlzeiten-Theorie übergesprungen bin, mit einem ausgezeichnet ausführlichen Morgenfrühstück und dann gelegentlich am Nachmittag. Ist das absolut zu wenig? Ja, ich denke, wenn Sie insgesamt
auf genügend Proteine kommen, können Sie das auch zweimal täglich machen. Ich bin sowieso der Meinung, dass es eben gut ist, wie älter man wird, ich merke das auch schon bei mir, dass wenn man abends noch spät isst, das für die Schlafqualität eher schwierig ist. Und darum finde ich das eigentlich eine gute Idee. Ich denke einfach, Sie müssen schauen, dass Sie pro Tag auf die wahrscheinlich auch etwa 100 Gramm Protein kommen, dann teilen Sie es halt auf zwei Mahlzeiten. Oder aber Sie machen irgendwann noch einen Snack. Und so ein Snack könnte zum Beispiel jetzt so ein Maltein-Drink sein, wo Sie dann auch verschiedene Aromen, allenfalls wenn Sie das mit dem Shake, mit Milch machen, ist es so ein, fast ein Milchshake, und mal Cappuccino, mal Mango, mal was auch immer. Und dann werden Sie absolut auf die nötigen Proteine kommen. Also es braucht nicht unbedingt drei Mahlzeiten. Die Datteltheorie ist ganz etwas Interessantes. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ein Großteil leider der Dattel halt eben auch Kohlenhydrate sind. Aber Datteln sind, und wahrscheinlich wachsen die auch gerne so in der Nähe der Wüste, ein ganz etabliertes Nahrungsmittel, so fast wie ein Notproviant, eben wenn man plötzlich in der Wüste stecken bleibt. Mit Datteln sind sie energiemäßig gut versorgt. Ich denke aber eben gerade, was die Proteine anbetrifft, da werden sie nicht genügend, obwohl es auch ein paar vegetarische Proteine drin hat, genügend Proteine bekommen. Bitte. Jetzt, ich glaube, fast fairerweise sollte ich mal eine Schaltung in den anderen Raum machen. Ich werde sehen, ob wir hier eine Frage haben. Haben wir eine Frage im Saal? Da hinten, eine Sekunde, ich muss das Mikrofon nach hinten bringen. Ah, wollten Sie? Ja. Ich wäre froh, wenn ich wüsste, wie es steht mit den Vitamin D-Tropfen. Ja, also die Vitamin D-Tropfen sind absolut ein gangbarer Weg, Vitamin D zu substituieren. Es gibt da die Diskussion, soll man die öligen Tropfen oder die alkoholhaltigen Tropfen nehmen. Ich finde, das macht eigentlich keinen Unterschied. Sie müssen einfach gut berechnen, dass wenn Sie das einmal pro Monat machen, dass Sie da eben ungefähr 24.000 Einheiten nehmen. Ich habe gerade letztens gesehen, es gibt eine Firma, aber ich will auch keine Werbung machen, oder in dem Sinn muss ich auch ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, welche Firma das ist. Die macht ein Fläschchen gerade mit 24.000 Einheiten, das heißt also jeden Monat kann man so ein Fläschchen trinken. Ich empfehle einfach, vor allem wenn Sie die öligen oder auch die alkoholhaltigen Tropfen nehmen, lösen Sie es auf in einem Glas Orangensaft. Trinken Sie das nicht einfach so zum Fläschchen raus, ist nicht unbedingt der beste Trunk. Und wenn Sie das mit Orangensaft mischen, dann kommen Sie auch zur Sache, aber in dem Sinn etwas auf eine vernünftigere Art und Weise. Beantwortet das Ihre Frage? Ich wollte doch noch wissen, und wenn man es täglich weniger Tropfen nimmt? Ja, das können Sie auch. Sie müssen einfach schauen, dass Sie jeden Tag 800 Einheiten nehmen. Je nach Präparat sind das dann 2 Tropfen oder 8 Tropfen. Wir haben einfach im Spital entschieden, wir haben nicht die Zeit, da jeden Tag für unsere Patienten all diese Tropfen rauszutropfen. Da müsste ich wahrscheinlich x Pfleger anstellen, die da nur tropfen würden. Und darum machen wir das entweder einmal im Monat, man kann es auch einmal pro Woche machen, dann ist es einfach viermal weniger, dann sind es dann halt 6.000 pro Woche. Das können Sie auch. Aber auch einmal pro Tag ist gut. Einfach schauen, dass Sie die empfohlene Dosis nicht überschreiten, weil eben lange Zeit glaubte man, eigentlich nach oben ist das absolut offen und man kann auch mehr nehmen. Seit der Zürcher Studie von Frau Bischoff wissen wir, aber eben wenn wir mehr als 24.000 Einheiten nehmen pro Monat, dann hat es mehr Stürze gegeben und der Benefit, den man gesehen hat unter 24.000 bezüglich der Kraft in den Oberschenkeln, hat sich
sich nicht mehr nachweisen lassen. Also es scheint wirklich, diese 24.000 Einheiten pro Monat ist die ideale Dosis. Also jetzt nehmen wir noch eine Frage hier. Die Dame ist hier schon lange bereit für eine Frage. Sprechen Sie gut ins Mikrofon, dass die Kollegen es auch hören. Werden alle Proteinpulver aus Molke hergestellt oder gibt es noch andere Rohstoffquellen? Ja, natürlich. Molke jetzt, Sie haben es gemerkt, aus meiner Sicht sicherlich die beste Quelle jetzt für den Muskel. Aber es gibt auch vegetarische Pulver, also auf Sojabasis. Ich kann Ihnen sagen, die ersten diesbezüglichen Studien kommen aus den 90er Jahren. Dort hat man Sojapulver gebraucht. Das war in Kombination mit Training bei 90-jährigen Pflegeheimbewohnern auch wirksam. Aber allein hat es nicht gebracht. Und das war eine Frage der Proteine. Eben, da braucht es viel mehr, dass sie auf diese Schwelle kommen, dass wirklich was passiert. Aber da gibt es alles Mögliche heute auch in Pulverform. Ja. Nehmen wir noch eine. Ich sehe, Herr Niffeler ist bereits in den Startlöchern, um mich da zum Schweigen zu bringen. Ist okay. Haben wir noch eine Frage? Okay, nehmen wir noch diese. Das interimistische Fasten oder Intervallfasten ist ja jetzt sehr populär. Und eine Theorie sagt ja, wenn man trainiert und Intervallfastet, dass man dann Protein recycelt und dass man deswegen viel weniger Protein braucht, also von draußen zuzuführen, weil es wird nicht ausgeschieden, sondern es wird wieder neu verbaut sozusagen. Stimmen Sie dem zu? Macht Ihnen das Sinn oder halten Sie das für Kokolores? Es kommt drauf an. Wenn Sie jetzt 25 sind, machen Sie das. Funktioniert irrsinnig. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie es machen, so ab 50, wird es insofern gefährlich, als dass Sie in diesen Nichtphasen, in diesen Fastenphasen, da verlieren Sie Muskulatur und zwar eben viel schneller, als dies passiert beim Jüngeren. Und vor allem haben Sie dann nicht die gleiche Antwort kompensatorisch nachher wieder. Also ich empfehle das nicht jetzt für meine Klientel, aber für jüngere Menschen absolut eine mögliche Therapie oder sagen wir Trainingsform. Ja. Gut, also ich glaube, jetzt haben wir Sie wirklich genügend Vielen Dank, gearbeitet. Herr Professor Kressig. Ich hoffe, dass der Professor Kressig mit seinem hochspannenden und interessanten Vortrag euch aufzeigen konnte, wie wichtig dass die gesunde Ernährung im Alter ist. Und ich muss sagen, das Thema Vitamin D probieren die Pralinen, sie sind wirklich extrem gut. Und meine Schwiegermutter muss ich alle Monate eine Schachtel liefern, die sind wirklich extrem fein zum Kaffee. Zum Abschluss möchte ich Sie noch darüber informieren, dass der nächste Publikumsvortrag am 7. Mai um 17 Uhr auch wieder hier drin stattfindet. Und zwar geht es um das Thema Demenz. Was können wir heute tun? Was bringt die Zukunft? Und der Vortrag würde uns der Professor Thomas Leie oder Ihnen dann vortragen. Und jetzt bin ich am Schluss und es freut mich sehr, dass ich Sie alle noch zu einem Apero vorne beim Haupteingang einladen darf und möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken fürs Kommen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ich freue mich, Sie dann im Mai wieder hier drin begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend noch und dann bis bald.